Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play DMC. Diesmal bin ich nicht alleine, ich habe dabei den Krustenkäse-LP. Richtig. Und das ist ja ein Experte in, ich weiß nicht, wie ich das wegmache, in DMC. Experte würde ich es nicht sagen, ich habe es nur oft durchgespielt. Siehste? Experte. Ich könnte das ja auch mal eben zur Not starten und dieselbe Mission spielen, weil dann weiß ich, worum es geht. Ja, könntest du machen. Brauche ich die Echse davon? Das ist tote Leertaste, das ist Daisy. Da ist es doch. Ich werde natürlich meinen Ton ausmachen, weil sonst schallt das im Mikrofon, das ist scheiße. Ja, es ist ziemlich nachteilhaft. So, Ja, das Problem ist, ich kann. Huch. Jeder, der das hier guckt bei mir, weiß, ich kann kein bisschen die Steuerung von diesem Spiel. Weil mir das einfach ein bisschen. Das sind mir ein bisschen zu viele Tasten. Ah, streng genommen zeige ich nur WASD und die linke Maustaste. Mehr brauchst du ja nicht. Ja, besonders wenn man mit dem Gamepad spielt. Aber ich will ja nicht. Ach nur, so, ja, ich will ja nicht nur mit Schwert rumkloppen. Das bringt nicht so viel. Ja, du hast ja noch die anderen Waffen, ne? Hier diese Engels- und Teufelswaffen. Ja, ich weiß ja nicht, wie weit du schon bist. Wo bist du gerade? Dann weiß ich ungefähr. Ich bin bei. Bei Virility. Ich muss gerade. Mission 5. Ja. Gut, dann starte ich die jetzt auch, weil dann. Ich möchte nämlich nichts verraten, was später noch kommt, weil das wäre scheiße. Ich hasse Spoilern. Im Dämonenmodus ist Dante gegen das Bodeninferno des Höllenritters immun. Aha, Tipp für Fortgeschrittene. Also ist das nicht mein Tipp. Ach übrigens, guck mal eben, wenn er den Teufels- oder Engelsmodus aktiviert, ihr Augen in diesen Gesundheitsbalken, die färben sich dann rot oder blau. Ja, ich bin rot und blau immer wieder und ich mach den einfach. Ja, hab einfach keinen Schaden hier. Nein, falsche Taste. Okay, ich werde sterben. Nein, ich werde sterben. Das sehe ich. Ja, ich hatte noch schon keine so guten Voraussetzungen dafür. Nein, ich will die Kugel nicht verenden. Verwenden, nicht verlenden. Guck mal, kaum bist du im Spiel, direkt Game Over. Es gibt schon keine Möglichkeit, diese Videos zu überspringen, oder? Welche? Achso, die Zwischensequenzen. Nee, die Anfangsvideos, wenn der Mission startet. So, ja, das weiß ich nicht. So, hier jetzt ein bisschen rumgeklappert. Das. Also, ich hab den hier, ne, den Krustenkäse. Weil ich brauchte auch ein bisschen Unterhaltung in diesem Spiel. Das ist rechts, links. Das ist ein bisschen wie ein Parteitag. So, gehen wir mal hier weiter. Ich liebe es ja zu fliegen, obwohl ich das nicht kann. Na, großer leerer Raum, was kommt? Naja, zumindest normale Gegner. Das gibt's jetzt nicht. Ich kann die Eis. Arg! Ja! Tötet sie alle! Ja. Nein, das war unpassend. Wir sind jetzt aber in derselben Mission, oder? Weiß ich nicht. Wenn du bei der Mission bist, wo man diese Cola-Firma da kaputt machen muss. Oder das Rezept zumindest. Du bist. Ja, ich weiß, welche Mission du bist. Da. Ich brauche ein bisschen Platz. Versuche ich gerade verzweifelt mein Eis. Ich kann rumrennen. Das ist gut. So, jetzt weiß ich, worum es geht. Ja. Nein, Kettensägen, Mann. Ich liebe dich. So, mit Dämonenzeugs bekämpfen, das geht immer. Hallo? Oh, du lebst ja noch. Was? Tipp für Fortgeschrittene, ja, Eigenbeschuss, klar, ist immer passend.
Viele Gegner können einander mit ihren Angriffen beeinflussen. Dies kann Dante zu seinem Vorteil nutzen. Ich nicht. So, hier, das wird nicht funktionieren. Ich würde übrigens empfehlen, diesen, ich muss gerade gucken, wie das heißt. Man halt Kugel wieder. Scheiße. Huch. Whoa, das wird zu heiß. Das wird mir jetzt zu heiß. Was? Verdammt, jetzt ist Frostarten. Verdammt, Frostarten war Skyrim, ne? Ja. Aber egal, der Typ hat das auch. Bam, von der Luft, von der Luft, von der Luft, von der Luft. Nein. Willst du mich verarschen? So, hier. Jetzt hast du Frostarten. So, hier, Fussrodar. Mach ich den. Fussrodar in DMC. Das passt immer. Na. Fuck you, Dante. Ja, fick dich doch selbst. Nein, wie mach ich diese Kugeln? Verdammt. Ach, diese Kugeln, ganz schnell schießen. Ach so. Ja, es ist mir zu lange her, der Story-Fortschritt. Problem ist, ich hätte jetzt gerne gesagt, drück rechte Maustaste, du das mit Controller spielst und nicht mit Tastatur und Maus. Ja, funktioniert das so schlecht. Aber ich weiß, was du meinst mit dem Schießen. Oh. Übereinstimmt sich die Steuerung bei uns nicht so. Ja, ja. Also ich glaube, in Säure reingehen ist nie so gut. Hat gewisse Vorteile. Na, fick dich doch mal. Y, vergewaltigen. Vergewaltigung. War von Julians Block, oder? Ja. Der nette Mann. Wusste ich. Dieser frauenfreundliche Mann. Mm. So, ich bin jetzt in dieser Lagerhalle von diesen Virility Sticks. Da warst du bestimmt auch schon. Ja, ich bin in den Gängen davon. Ja, dann. Kill Dante, ja. Ich wusste gar nicht, dass mein Gegner Dante heißt. Was? Ja, du selber bist Dante, ja, aber egal. Das weiß ich. Oh, nein, das weißt du. Das sieht der Typ aus. Nein, dem Horrorfilm. Ich ja. Ja, Typ mit Kettensäge. Das gibt's nur in schlechten Horrorfilmen. Ein Typ, der mit einer Kettensäge auf dich zuläuft. Okay. Den kannst du übrigens ganz einfach abwehren, wenn der so wie so ein Verrückten auf dich zuläuft. Ja, ich weiß, ich drück lange Y bei mir. Huch, B. Habe ich eh, oh, ich habe eine Verbesserungskugel. Wie heißt die Attacke Trieb, ne? Die ja. Musst du aufladen, dann. Ja, ja, ich weiß. Hört er auch damit. Bei mir, genau. Ist das ja, was? Bei mir ist ja, das ist F, glaube ich. Ja, F, Y ist alles fast dasselbe. Scheiße! Ah, ne, gut, abgepasst funktioniert nicht. Sollen. Todesspirale, ne, das ist mir zu kompliziert. Stachel, zweimal vorwärts. Brauche ich das? Brauche ich nicht. Doch, Stachel würde ich dir empfehlen, das ist, allein schon wegen diesen, ich weiß gerade nicht, wie die Attacke heißt. Ja, aber Stachel würde ich dir empfehlen, das ist, schon gut. Ja, ich, ab wie das aussah, nutze ich sowas nicht häufig. Ich nutze eh hauptsächlich diese ganzen Dämonen-Kacks-Zeugs. Ja, die ganzen Dämonenwaffen, ja, ich weiß. Ich habe 1,5 Lebenspunkte, hallo? Und jetzt komme ich zu einem Endgegner, glaube ich. Nicht in der Mission, oder? Ja, irgendein Zwischengegner. Keine Ahnung. Kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht sagen. Nein! Oh! Oh, das war knapp. Aber ich war, will der Doppelsprung bei mir nicht annehmen. Ist blöd. Er drückt zweimal A. Wer zur Hölle ist denn für diesen Scheiß verantwortlich? Der hätte nicht sein müssen, ganz ehrlich. Ich schätze, unser Succubus befindet sich am anderen Ende. Der hätte echt nicht sein müssen.
Scheiße, ich bin runtergefallen. Gibt Ärger. Einen Moment bitte. Be careful, ja. Das war die erste englische Synchronisation hier drin. Oh, ich sollte nicht so häufig in dieser Säure rumlaufen. Das ist ganz ungesund. Oh, ich werde gleich sterben. Ich werde sterben. Ich werde sterben. Ich habe einen halben Lebenspunkt. Denk von Left 4 Dead, die Säure ist nicht gut. Die Euse, Die Säure, meine ich. Ja, Säure-Base-Haushalt regulieren. Na, ich freue mich, da kommen noch mehr Gegner. Und ich habe einen halben Lebenspunkt. Hat so ein Hack'n'Slay an sich, dass da Gegner kommen, also... Echt? Ich weiß gar nicht, was du für Probleme hast, ja. Was? Gestorben? Ja. Ich hatte einen halben Lebenspunkt. Ein halben. Oh, ja, stimmt. Hab ich. Hast du auch schon diesen fetten Kerl gesehen, den du nur am Rücken attackieren kannst? Ja. Auf diesem Feld da, wo dieser... ja, der ist scheißig. Ich meine, später, ne? Ich warte jetzt ja nichts, aber... Später wird das, glaube ich, sogar für dich einfach. Ja, es ist jetzt nicht sonderlich so schwer, das Spiel. Du nicht sehen. Das ist nicht schwer. Das ist auch nicht, du hast zu viele Fähigkeiten, ist halt das Problem. Nur manchmal muss man mit der Energie aufpassen. Wobei man noch sagen muss, durch hier jetzt alle in diesem... Es wäre auch blöd, wenn... Es wäre auch blöd, wenn du die ganze Zeit nur dein Schwert benutzen könntest. Das wäre irgendwie langweilig, wenn immer die gleiche Combo kämen würde. Und Nein! Also ich stimme dir schon zu, aber... So. Wo seid ihr? Ach da. Ja, sorry. Nein. Scheibe! Wow. Das will ich nicht. Und ich spring hoch, weil's mir Spaß macht. Schalalalala. Das Schild bringt dir gar nichts. Huch. Nein. Wie Schild. Fetter. Zwei Fette? Ach komm, wollt ihr euch verarschen mal? Nein. Ich hasse Säure. Na, ich freu mich. Ich freu mich, wie die einfach mal... viel zu viel ziehen. Die Fetten? Ja, die sind schon, Das sind, glaube ich, auch die einzigen Gegner, wo ich richtig mit, Ach, fick dich doch einfach mal. Und deine Mutter. Nein! Ach, Leute, kennt ihr das, wenn ihr gerade spielt und dann irgendwie voll ausrasten müsst, dann kombiniert ihr irgendwelche Schimpfwörter miteinander? Ich feiere das jedes Mal, wenn ich das mache. Ist wenn das ich mir so? Dann meine Aufnahme fick angucke, dann lacht ich mich so kleiner dabei. Na, wow. Nein! Gut, ich weiß jetzt gerade nicht, was da passiert, aber vielleicht ist es auch besser so. Ich will nicht sterben, sagen wir es mal so. Ach komm, schlag mich einfach runter. Kann man machen. Ist ja nicht unfreundlich. Oh, das ist mies gerade. So, hier, in dein scheiß Rückenmark. Huch. Ja, ich weiß. Wo ist denn die andere? Nein. Oh, ich hasse diese Teile, wenn die beide gleichzeitig da sind, ne? Boah. Zum Glück kann ich den, naja, ich kann den mitfliegen. Nicht ausweichen, so wie ich es gerade gemerkt habe, aber egal. Nein. Lass mich doch nicht immer runterfallen. Weißt du, wie unfreundlich das ist? Das ist ziemlich hoch. Glückwunsch. Du hast gewonnen. Stimmt, ich. Da bist du, Cat. Scheiße. Geht's dir gut? Das sah echt übel aus. Ach, nee, kein Problem. Ich bin nur einmal gestorben. Ich geh durch die Gänge hier, Ach nö. Wieder Gegners. Ja, manchmal, ne? Ach ja. Zack. Mission. Übrigens, wenn eine Filmsequenz kommt, ne? Ist ja einfach fertig.
Wenn der Filmsequenz kommt, dann muss mir jetzt sagen, ne? Dann halte ich die Klappe. Ja, ich weiß, ich hab's jetzt einmal nicht gesagt. Die war jetzt aber auch nicht so filmatorisch wertvoll. Tote 4 Stück, ach, kein Problem. Was tust du, Alter? Ja. Oh nein, Captain Sigmann, oh nein! Ah, jetzt geht's. Was sagt die Stoppuhr? Die Stoppuhr sagt. Die Stoppuhr sagt eigentlich sagt nein. 5 Minuten. Oh nein. Frost und Höllenritter, ich hasse diese Kombination, ne? Mhm. Training Extras fortfahren. Aussehen fort. Ich bin gerade noch mitten in der Mission hier drin. Ah, ich bin eingefroren. Ah, jetzt. Was? Ach, geht doch. Okay. Ja. Ich weiß was. Ich mache einfach jetzt einen Cut. Fuck you, Dante. Oh nein, Scheiben! Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Und tschüss.